Guten Morgen, Leute. Wir haben heute Nacht in Einruhr geschlafen. Wir haben uns ein Hotel, ein Zimmer genommen. Und heute wollen wir weiterlaufen nach Gemünd. Das sind ungefähr 21 Kilometer. Und es soll verdammt warm werden heute. Momentan ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Und mal gucken, was der Tag so bringt. Ne? Wir sind guter Dinge. Also, ich hoffe, ihr auch. Wir sind jetzt hier am Obersee und das ist ein wunderschöner See, wie man in den Hintergrund sehen kann. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Im Hintergrund sehen kann, da ist hier der Eintritt verboten in den Wald, weil hier gab es früher einen Truppenübungsplatz und das gehört alles zu Vogelsang dazu. Bin mir nicht sicher, ich glaube die Engländer waren hier stationiert, aber hundertprozentig kann ich das gar nicht so sagen. Oder die Franzosen, weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall würde ich da auch gerne mal gucken, was da so abgeht, aber heute bin ich nicht dazu hier, sondern für den Eifelsteig. Ja Leute, es geht hier gerade eine sehr steile Anhöhe hoch und es ist sehr schweißtreibend, wie man sehen kann. Aber wir halten durch, wir geben nicht auf. Wir haben nur noch 6 Kilometer bis nach Vogelsang und knapp 13 Kilometer bis zu unserem Zielort. Und ja, jetzt haben wir glaube ich einen Anstieg hier von 200 Höhenmeter. Schaffen wir auch noch. Kein Problem.
Leute, wir waren jetzt in Vogelsang, haben da ein Eis gegessen und was so gegessen ein bisschen und ja, viel mehr kann man da im Moment auch, glaube ich, nicht machen, weil so wie ich das verstanden habe, renovieren die da und das Museum an sich ist geschlossen. Also haben wir da auch nichts zu suchen, laufen jetzt weiter, wir haben circa 14 Uhr, haben noch 8 oder 9 Kilometer vor uns und ja, mal gucken, was da noch so alles kommt. Bleibt dran. Wir sind in Gemünd angekommen. Hier meine my little girl. Hi. Und sind erstmal ins Schwimmbad gegangen. Da kann man nämlich für 1 Euro duschen. Das haben wir wahrgenommen, waren jetzt duschen und laufen jetzt an Gemünd vorbei. Gehen hier vielleicht noch was trinken oder essen, mal gucken. Und dann hinter Gemünd sind direkt 2 oder 3 Hütten. Und da werden wir heute Nacht schlafen. Ja, Leute. Hütten haben wir nicht gefunden, da war wohl eine, aber die war für uns nicht optimal. Jetzt haben wir hier so einen freien Platz gefunden, hier so eine kleine Bucht quasi. Da haben wir jetzt unser Zelt aufgeschlagen, wir werden jetzt was kochen. Meine Frau zieht sich gerade da drin um, aber man sieht ja nichts. Und ja, hier werden wir heute Nacht schlafen und ja, dann geht es morgen weiter. Das ist eine Ameise auf deiner Butte. Hm? Das ist eine Ameise auf deiner Butte. Ja. So Leute, die Sonne geht auf. Wir gehen los. Und ja, wir werden jetzt erstmal frühstücken, den restlichen Müll entsorgen. Wir kommen jetzt gleich in so ein kleines Dorf rein und da werden wir unsere Wasservorräte auffüllen. Und ja, in der Nacht haben wir Rehe gehört, die haben wieder gebellt. Ja, da war noch ein Falke da, Fledermäuse haben wir auch gesehen. Einen wunderschönen Sternenhimmel hatten wir. Der Mond hat sehr hell geschienen. Ja. War eine schöne Nacht, nur ein bisschen eng im Zelt. Unsere Knie tun jetzt weh wie Sau. Aber die Schmerzen werden wir einfach weglaufen. Na, passt das schon. So Leute, wir sind endlich in Olef angekommen, das ist der Bruder von Olaf und, nein, Quatsch, das ist eine Stadt natürlich und ja, meine Frau sagt, das war nicht lustig, ich fand es auch nicht, aber vielleicht hat einer von euch gelacht. Ja, und dann zeige ich euch hier mal so einen kleinen Schwenker von der Stadt.
Ja, gefühlte Stunden laufen wir einfach nur auf so eine Schotterpiste. Jetzt kommen wir hier so einen kleinen Urwaldsteig rein. Absolut top, also gefällt mir super. Wir haben mittlerweile 26, 27 Grad im Schatten und die Kühe machen es genau richtig. Die liegen alle faul, wie sie sind, absolut genial im Schatten rum. Seht ihr? Also die wissen, wie man richtig faul lenzt. Im Kloster Steinfeld sind wir jetzt und ja, hier haben wir schon geduscht, uns umgezogen, gleich gibt es noch was zu essen und ja, mal gucken. Wir gucken uns das Kloster jetzt ein bisschen an. Wir wollen nachher noch was trinken gehen, was Kühles, ein Eis oder irgendwie ein Eiskaffee oder was und ja, lassen den Tag einfach so mal ausklingen, entspannen ein bisschen und morgen geht es dann wieder weiter, wobei das morgen mindestens noch mal genauso warm werden soll. Aber wir lassen uns überraschen. Wir haben uns fertig gemacht, frisch gemacht, sind jetzt wieder auf dem Weg, holen uns noch zwei Stempel ab, vorne an der Rezeption und ja, dann geht's wieder los, auf den Wanderweg. Heute haben wir wieder über 30 Grad gemeldet, es wird sehr schönes, warmes Wetter geben. 22 Kilometer laufen wir heute. Ja, mal gucken, wie wir vorankommen. Ja, wir haben uns gefreut, endlich wieder in den Schatten zu kommen. Aber hier ist das mittlerweile so heiß und schwül, dass eigentlich schon gar keinen Unterschied mehr macht. Ob man jetzt in der Sonne läuft oder im Schatten, weiß ich nicht. Ekelhaft.
Eifelsteigroute geht hier an den Mannesberghöhlen vorbei. Und ja, die werden wir uns jetzt mal angucken. Ja, viel kann man hier nicht sehen. Es geht jetzt, sag ich mal, so 4-5 Meter in den Berg rein hier, die erste Höhle. Und ja, ist alles voll mit Mücken und Schnaken. Und dann kommt man halt an dieses Gitter hier. Und das ist zum Schutz der Fledermäuse gemacht worden. Die Höhle geht jetzt hier vielleicht noch, ja, so wie ich das sehen kann, noch weitere 4 Meter rein. Fledermäuse kann ich nicht sehen. Und ja, es ist schön kühl hier auf jeden Fall. Wer eine Abkühlung sucht, ist hier gut aufgehoben. Ja, hier soll es wohl noch 2 weitere Höhlen geben. Ich habe keine andere gesehen. Es ist nur die, die unten zu sehen ist. Und ja, ich bin auch zum Wandern hier nicht, um mir schöne Höhlen anzugucken. Also gehe ich einfach mal weiter. Schade. Ja Leute, wir sind in Nettersheim, haben ca. 28 Grad, gerade was gegessen, Eis gegessen und ja, jetzt geht's weiter, noch ungefähr 16 Kilometer, dann sind wir am Zielort. Wieder hat man hier diese wunderschönen Naturwege, die auf so ganz naturbelassenen Wegen sich begeben und einfach nur schön sind. Ist nicht der Hauptfall. Meistens gehen wir auf Schotterstraßen. Ja, und jetzt kommt eine kleine Steigung wieder. Ich muss Schluss machen, weil ich muss kämpfen. Die Katrin ist auch am Kämpfen. Ich kann nicht mehr. Ja, wir laufen hier gerade durch so einen Kieferwald. Und hier liegen überall auf dem Boden so Kiefernadeln. Und wenn die richtig warm werden und im Sommer richtig heiß, strömen die so einen angenehmen Duft aus. Und das fühlt sich für mich immer an wie Urlaub. Und ja, ist einfach klasse. Ich liebe diesen Duft. Oh, herrlich. Ja, wir haben ein nettes Ehepaar kennengelernt und laufen jetzt einen Teilabschnitt bis nach Blankenstein mit denen zusammen. Und wir haben noch ungefähr 5 Kilometer vor uns. Ja, die werden wir jetzt noch knackig herunterreißen und dann mal gucken. Wir wollten eigentlich ursprünglich in einer Jugendherberge schlafen. Ja, mal gucken, ob das was wird.
jetzt gehen wir noch ein bisschen in der Stadt, werden was essen und trinken. Und ja, dann gehen wir ins Bett. Also bis morgen. Schlaf gut.